Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft The World Before, in der ich jetzt hier mal wieder meine Fackeln aufsammle. So. Ich brauche dringend Eisen, Leute. Ich muss mir jetzt hier die Kiste einfach mal kurz zum Nutzen machen. Und pack da jetzt mal meine ganzen Sachen rein. So, und ich muss irgendwie... Wartet mal, ein Eisen haben wir ja gefunden. Wo ist das? Ich habe auch Rohgold. Hier ist mein eines Eisen, okay. So, wir haben hier das Glas, das wir brauchen. Dieses Ding brauchen wir. Wir brauchen Goldbarren. Ja, wir brauchen irgendwie Eisen. So, das heißt, die Option, die wir haben, ist uns jetzt wieder darunter zu graben. Habe ich denn, ja, meine Eisenspitzhacke, die hatte ich ja gefunden. Jetzt kann ich das aber eigentlich doch wieder hier hinpacken. Geh mal wieder hier runter. Hier ist auf jeden Fall irgendwo die Höhle, Leute. Die Frage ist, fallen wir da jetzt gleich einfach rein? Ich sneak mal lieber. Aber als wir gestern in der Folge hier runtergegangen sind... Komm, ich könnte doch mal eine Eisenquelle finden. Das ist doch alles, was ich will. Da haben wir hier eine Höhle gehört mit ganz vielen Monstern. Aber jetzt höre ich gar nichts mehr. Andesithöhlen. Okay. Das heißt, wir stoßen jetzt hier auf die Höhle. Oder auch nicht. Ah doch, guck mal, hier ist der Andesit. Ja, mein... Aha, ich höre was. Ich habe Angst, Leute, ich habe Angst. Tropfsteinhöhlen, oh Gott. Oh Gott, das könnte jetzt meinen Tod bedeuten hier. So, ich baue mir mal... Das sind Tropfsteine, ne? Da ist Eisen. Okay, Leute. Das ist sehr... Oh Gott! Das war eine Falle. Es ist sehr eng hier. Es gibt eine Taste, mit der ich durch so 1x1-Felder crouchen kann. Da habe ich einen Mod für. Oh, hi. Au. Oh je, Leute. Wo habe ich mich hier drauf eingelassen? Ich habe doch überhaupt nichts und die Geräusche kommen von überall. Nee, ich wollte doch nur ein bisschen Eisen. Ja, genau. Dschungel. Macht mich krank. Okay. Warum ist hier kein Eisenmann? Oh Gott, Leute, das war eine dumme Idee. Was da ist? Lava gewesen. Ja, wisst ihr die? Hier, oh Gott, Gott sei Dank. Wisst ihr was? Ich nehme das und hau ab. Mehr Eisen brauchen wir erstmal nicht. Und ich hab nichts. Ich sterbe hier. Erstmal muss ich überhaupt den Weg zurückfinden. Hier gibt es natürlich vielleicht auch Diamanten. So, das Eisen hier nehme ich noch mit. Ah, zack. Zack. Hopp. Okay. So, gucken, dass auch die Aufnahme läuft. Mach das mal kurz so. Das ist angenehmer. Okay, Rückzug, Leute, Rückzug. Ich gehe zurück, das ist mir zu gefährlich. Wenn ich jetzt hier auf noch mehr Monster treffe, ich habe nichts zur Verteidigung. Was ist das eigentlich? Warum? Ach, ist das meine Fackel, die so raucht? Ich glaube, das ist einfach meine eigene Fackel, gell? Wo der Effekt herkommt. Hopp. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Eisen. Das ist gar nicht gut. Von hier kam ich nicht, verdammt. Ah, das Skelett ist ein Problem. Ich regeneriere auch, glaube ich, nicht, weil ich Hunger habe, ne? Da
Danke für die Hilfe. Ich muss mich um das Skelett kümmern. Okay, Leute, ich habe ein dickes Problem. Ich muss essen. Von wo kam ich? Ich baue das Eisen noch ab. Junge, ich fühle mich gerade so, als würde ich, keine Ahnung, mit 30 Diamanten in der Tasche hier gefährliche Experimente machen. Aber tatsächlich versuche ich nur ein bisschen Eisen zu farmen. Okay, aber wo kam ich denn her, wenn ich nicht von hier kam? Ich kam doch von hier irgendwo. Ich glaube, ich muss hier hoch. Um Gottes Willen. Schabernack. Das ist jetzt echt ein Problem mit dem Creeper da. So, komm, mach dich ab. Jetzt reicht's aber hier. Was machen wir mit dem Creeper da oben? Komm mal her, Junge. Komm mal her. Ja, der kommt da nicht runter. Hoffe ich. Der kommt nicht runter, weil da oben diese Tropfstein-Dings ist. So. Okay, Leute, wir müssen jetzt den Ausweg finden. Verdammt. Ich finde den Weg zurück nicht mehr. Ich kam auf jeden Fall nicht von hier. Na du? Oh Gott, Leute. Mann, auf sowas war ich nicht vorbereitet. Jetzt stirbt doch endlich, okay. Von wo bin ich denn gekommen? Bin ich von noch weiter oben gekommen hier? Ich check's nicht. Von hier bin ich auch nicht gekommen, oder? Warum bin ich zu blöd, den Weg zurückzufinden? Von hier bin ich gekommen, okay. Never mind. Ich mach hier zu. Und hau erstmal. Oh Gott, das war viel zu intens. Das war wirklich viel zu intensiv. Wobei, eigentlich muss ich nochmal ganz kurz zurück. Noch einen schönen Screenshot machen. Von meiner Höhlentour hier. Höllen-Höhlentour. So, wo war ich hergekommen? Hier, ne? So, kurz die Fackel weg. Kurz irgendwie hier einen coolen Screenshot machen, so vielleicht. Zack. Oh Gott, da kommt was. Ich habe mich gerade so erschrocken, Junge. Oh Gott, nee, lasst mich alle in Ruhe. Ich will jetzt nur noch weg hier. Nein! Das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Wenn ich jetzt wegen einem Screenshot hier sterbe, deinstalliere ich einfach das Spiel. Mann, ich komme hier nicht weiter. Oh Gott. Nee, da ist der Nächste. Und ich häng fest. Junge, mach dich ab. Keiner hat dich eingeladen. Jetzt reicht's mir aber. Mann, oh Mann. Da will man hier einmal ganz entspannt eine Höhle erkunden. Direkt so eine Action hier. So, von hier kam ich. Okay, jetzt reicht's aber wirklich. Boah, nee. Leute, was mache ich hier? So, wie kann man aus so einer kleinen Sache so eine Riesenaktion machen? Mann, meine armen Nerven, okay. Aber der Screenshot musste sein für die Fans. Für Thumbnail. Okay, gut. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um uns einen Rucksack zu machen, um aufzubrechen. Oh Mann, ey. Was ein unnötiger Stress. So. Ich gehe erstmal hier vor. Hier steht irgendwo unser Ofen und unsere Werkbank, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, ja. Hallo.
So, da können wir jetzt erstmal das Eisen reintun. So, hier kann ich mal aufräumen ein bisschen. So, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Wir brauchen das. So, geil, da können wir uns auch direkt ein bisschen Eisenausrüstung machen. Sehr chillig. Uiuiuiui, das war was vielleicht. So. Dann lass mich mal überlegen. Ich guck mir das Rezept lieber nochmal an hier. Und zwar brauchen wir diese Dinger. Und die machen wir aus Glas und so. Okay. Ja, zack, zack. Zack, zack. Okay, und davon brauchen wir zwei. Bam, bam. Bam, bam, so. Dann brauchen wir Leder vor allem auch, ne? So, warte mal. Erstmal, wir haben diese Sachen hier schon mal. Und genau, das Gold brauchen wir auch noch. Wir brauchen ein Gold, vier Leder. Hatte ich Leder? Ich habe alles in die Truhe da getan. Ich weiß nicht mehr, ob ich Leder hatte. Könnte sein, dass ich gar keins hatte. Nee, hatte ich auch nicht. Schlecht. Hier waren auch keine Kühe in der Nähe, ne? Das ist jetzt belastend. Wo komme ich jetzt schnell an Leder? Vielleicht gehe ich nochmal in der... Ach, das mit der Leertaste muss ich unbedingt machen. Da muss ich mich drum kümmern. Dass die nicht so eine hohe Empfindlichkeit hat. Bald. Denn sonst tippe ich da die ganze Zeit... Ich weiß nicht, ob die Leder bringen. Ich könnte es mir vorstellen. Schlecht jetzt, ne? Mist. Komm her. Komm her, Junge. Ich muss doch herausfinden, ob du mir Leder bringst, Junge. Die sind viel zu schnell. Oh. Boah, sind die schnell. Alter, was? Die sind ja viel zu schnell. Was hat er mir gedroppt? Fleisch. Oh Gott, ich muss niesen. Nee, bitte nicht. Okay, ich muss nicht niesen. Okay, Katze. Jetzt kommen wir hier wieder in das andere Dorf. Hier sogar so komische Altare, okay. Ich will auch keine Kerzen mitnehmen. Ich will alles mitnehmen, aber ich habe keinen Platz. Du droppst auch kein Leder. Ich brauche Kühe. Kühe oder weitere Häuser hier, die ich durchsuchen kann. Laterne. Wie geil wäre das, wenn hier auch noch so Sachen drin wären im Ofen. Okay, ja, ich gehe jetzt einfach nochmal durch jedes Haus hier und hoffe, dass wir irgendwo Leder finden. Oh, guck mal, da ist sogar, da wohnt sogar jemand. Hi, Freddy. Ein Räucherofen, lässig. So, das war's mit meiner Spitzhacke. Ja, dann werde ich einfach nochmal hier die Häuser abklappern müssen. Oh, Lapis Lazuli. Den Mist hier, den brauche ich nicht. Ah, toll. War ich hier schon? Ich finde es aber auch gut, wie die alle eine Kiste haben. Ich glaube, hier war ich schon. Dann komme ich nochmal zu dir rauf. Ja, Alan, das tut mir wirklich leid, dass es dir schlecht geht. So. Kann dir aber gerade nicht helfen, ich kann dich nur ausrauben. Vielleicht hilft dir das. Einfach nochmal von vorne anfangen. Kann einen auch manchmal weiterbringen. Mal ein Reset. Nimm dir einfach dein Hab und Gut weg und du fängst ganz von vorne an. Das ist wirklich geil hier. Das bringt mir nur nichts. Wir weinten da schon wieder. Niemand, okay, gut. So, war ich da drüben? Ey, kann ich jetzt mal irgendeiner Leder haben? Goldklumpen. Alter, was machen die für Töne da? Das ist ja wirklich schrecklich. Alter.
Wo kommt das her? Oh. René! Sprechen. Baba Mama Lala Mama Papa Gaga. Mir geht's gut. Spiele Schere Stein Papier Papier. Okay. Smaragd Smaragd Fässer. Kohle, eigentlich auch geil. Ja, mein Freund. Oh, ich gehe mal hier rüber. Vielleicht gibt's hier noch was. Oh, Schmelzofen ist leider nichts für mich drin. Oh, Eisen, geil. Und Obsidian, auch geil. Junge, hier hätten wir halt einfach wirklich Eisen gefunden und eine Eisenspitzhacke. So, den eisernen Harnisch nehme ich mit. Einen Knochen können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Aber ich finde einfach... Boah, krank, was es hier alles gibt. Das muss ich alles mitnehmen, leider. Ich habe nur schon wieder keinen Platz mehr. Okay, die Samen brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Was ist das? Alter, dem sein Gejammer, das nervt aber ganz schön krass. So, waren wir hier schon? Mann, jetzt lass mich doch mal Leder finden. Das gibt's doch gar nicht. Wir finden wirklich alles, aber kein Leder, ne? Hier gibt's sonst auch nichts mehr. Ich habe gleich alle Häuser abgeklappert und immer noch kein Leder. Das kann nicht wahr sein. Aber dafür viele Smaragde und Goldstücke. Und Essen. Und die haben gleich einfach alle gar kein Inventar mehr. Ich habe einfach alles genommen. Die akzeptieren das aber auch. Oh geil, nochmal so eine Schmiede hier. Eisenhelm. Und den ziehe ich doch direkt an. Aber warum fehlen da die Texturen? Komisch. Okay. So. Waren wir hier schon? Nee. Doch. Komm, ein Brot nehme ich auch mit. Die letzten zwei Häuser und damit auch die letzten zwei Chancen. Auf Leder. Ach, da müssen wir es uns halt irgendwie selber erfarmen. Da bin ich ja kein Freund von. Hier ist noch ein Haus. Ich glaube, da war ich auch noch nicht drin. Das gibt's nicht. Tja, das ist jetzt natürlich bitter. So, bei euch bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ihr nicht vielleicht auch Leder droppen könnt. Das bringt mich jetzt auch alles nicht weiter. Weil ich brauche jetzt Leder und hier sind keine Kühe. Und das heißt, ich kann meine Sachen nicht mitnehmen. Wirklich ärgerlich. Aber warum können denn hier auch nicht mal irgendwelche Kühe spawnen? Ganz ehrlich, Ebene. Das ist doch unfassbar. Ich könnte das jetzt echt gebrauchen hier. Die haben auch alle nichts für mich. Okay, die Kohle ist durch. Eisen haben wir jetzt echt viel. Das heißt, kann ich mir auch mal eine Eisenrüstung machen schon mal. Okay, dafür fehlen irgendwie die Texturen. Kann es sein, dass die in der 1.21 überarbeitet sind? Dann sollte ich vielleicht doch die 1.20 Texturen installieren. Dass das deswegen so ist. Ja, das ist doch jetzt wirklich ätzend. Auch keiner von euch hier irgendwas hat. Wirklich, was seid ihr für ein Volk hier? Oh, die Sonne geht unter. Wunderschön. Wunderschön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal wieder eine Runde pennen. Während das Eisen hier vor sich hin schmilzt. Oh, wir haben so viele geile Sachen gefunden. Ich brauche diesen Rucksack. Ich brauche diesen Rucksack, so. Und dass man die nachts gibt, finde ich blöd. Das muss ich noch ändern. Aber ich weiß nicht mehr, wie das ging, wenn ich da keine Einstellung machen kann. Als ob man da echt keine Einstellung machen kann. Time and Wind. Ich kann auf die Website gehen, wahrscheinlich steht da, wie das funktioniert.
Da stand ja auch, wie ich die Befehle eingebe, damit die Tage länger und die Nächte kürzer werden. Na gut. Dann werde ich das mal bis zur nächsten Folge recherchieren. Und dann warte ich jetzt mal schnell auf die zwei Eisen hier. Und dann müssen wir in der nächsten Folge aufbrechen und Leder suchen. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Na? Da bleibt mir nichts anderes übrig. So, komm, den einen hier noch. Zack. Kohle nehme ich raus. Dann können wir so lange noch hier das Fleisch reinpacken. Dann kann das schon mal braten. Und dann würde ich sagen, Leute, komm, suchen wir uns hier noch ein schönes Plätzchen, um die Folge zu beenden. Hier am Steg. Wer ist das? Ich dachte schon, es wäre ein Enderman. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen 14 Uhr in der nächsten Folge wieder, wo wir hoffentlich Leder finden. Macht's gut, Leute. Ciao.